Bewohner des Planeten in Menschen-Skorpion-Hybride. Ja, als ob, Alter, mit vier Titten. Was geht, Freunde der Außenwelt? Wir switchen rüber und let's rock. Hallo, Arnold. Während unserer Sendung wurdest du ja schon ein paar Mal herumteleportiert. Aber hast du dich schon mal gefragt, wie das Ganze funktioniert? Es gibt mehrere Möglichkeiten. Ja gut, du wirst in deine eigene Materie zerlegt und landest woanders drüben wieder. Wenn du Glück hast, bleiben dir auch alle Arme dran. Durch die Zeit zu reisen. Wenn du Glück hast, dann kann es passieren, dass du auf einmal einen dritten Arm hast. An der Nase. Sowas kommt mal vor. Gab schon. Dreimal. Fangen wir mit einem Wurmloch an. Dein Traumziel? Ah, Australien? Kein Problem. Los, rein da! Ein Wurmloch ist ein Tunnel durch das Raum-Zeit-Kontinuum, der dich theoretisch in wenigen Sekunden an jeden Punkt im Universum senden könnte. Aber die Zeit ist relativ, Arnie, und es könnte nur ein paar Sekunden dauern, aber auf der Erde könnten Jahrzehnte vergangen sein. Das ist sogar, wie ich gelesen habe, wenn Astronauten sich in eine bestimmte Lichtgeschwindigkeit bewegen, ich glaube, das gehört dann zum Millionenbereich, und die dann zum Beispiel 10 Jahre da oben bleiben, sind auf der Erde schon 50 Jahre vergangen, habe ich gelesen. Ich weiß nicht, ob das wirklich so ist. Es ist zwar unvorstellbar irgendwie, aber auch denkbar. Wie hat Albert Einstein schon gesagt, könnten wir uns alle in Lichtgeschwindigkeit bewegen, könnten wir viel länger leben. Herzlichen Glückwunsch, Arnie. Du bist in Australien im Jahr 2050. Bisschen unheimlich hier, wa? Das ist ja roboterhaltig hier. Und wenn du dich bewegen willst, Quantum-Teleportation kann dabei helfen. Dein Körper besteht aus 100 Billionen Zellen, die wiederum aus jeweils ein... Wer hat sich die Mühe gemacht, die ganzen Zellen überhaupt zu zählen? Das frage ich mich jetzt. Das ist ja fast ein Zungenbrecher, Alter. 100 Billionen Atomen bestehen. Und jedes Atom enthält winzige, punktförmige Teilchen, Quanten, die dir helfen könnten, über große Entfernungen hinweg zu teleportieren. Es wäre toll... Warum machen wir das dann noch nicht? Was ist los mit euch? Jemanden zu finden, der dir beim Aufbau eines Quantenteleporters helfen kann. Och, sieh mal, wer da ist. Ja, der kann das auf jeden Fall, ja? Der kriegt das Oti, hin. Arnie, nimm ihre Zeichnung. Mit ihrer Hilfe kannst du ein Gerät bauen, was dich durch dein Universum und so... Ja, gerade Arnie baut das. Oh ja, das wird interessant, Alter. ...durch alternative Universen schicken der kann. Der kommt dann mit den Tentakeln wieder raus. Wenn der Teleporter fertig ist, rein mit dir in die Kabine und sorge dafür, dass niemand anderes drinnen ist. Und was ist mit einem Rückreisemodul? Na gut, Arnold, ja, will ja bestimmt bei der Quantenteleportation stirbt der ursprüngliche Körper und am Zielpunkt entsteht ein Duplikat. Kein Grund. Hat man das nicht irgendwo schon mal? Wo war das? Jetzt muss ich mich erinnern. Mach ich nicht. Wie funktioniert das? Wo war das schon mal? Bei Starstar Space, ja, wo die zweite Folge übrigens von Funk gesperrt wurde. Großer Verlust in deinem Fall. Wow, ich hab's dir gesagt. Junge, voll der Mutant, Alter. Ey, da kannst du... Oh, teleportieren geil. Musst du alleine in der Kabine sein. Was ist, wenn ein Staubkorn mit drin ist? Werde ich dann ein halber Staubmensch? Das wäre mal interessant zu wissen. Berühre nichts im Labor. Was hast du getan? Deine DNA, die mit der eines Skorpions vermischt wurde, wird durch das Satellitensystem übertragen und verwandelt alle Bewohner des Planeten in Menschen-Skorpion-Hybride. Ja, als ob, Alter, mit vier Titten. Als ob das wirklich passieren wird. Okay, das ist wieder definitiv übertrieben. Du hast Dimension C137 zerstört, du dämlicher Knopf, du. Rick und Morty kehren in das ursprüngliche Universum zurück, wo die Mutanten nicht existieren, aber das können sie nur ein paar... Die hauen einfach ab. ...mal machen. Ich denke nicht, dass wir sehen wollen, was mit Arnie passiert. Besser zurück nach Australien. Glücklicherweise habe ich Arnolds Quantendaten gerettet zur Körperwiederherstellung. Arnie! Wenn das wirklich so einfach wäre, Alter. Wie krass das wäre. Einfach, du bist einfach tot und dann wird dein Körper wiederhergestellt, weil gespeichert wurde. Junge, das wäre so krankes Leben. Krabbel mal lieber wieder durch das Wurmloch zurück, was dich ins Jahr 2018 nach Hause bringt, bevor es zu spät ist. Oh, und vergiss nicht die Entwürfe. Jetzt wissen wir, wie die Menschheit im Jahr 2050 einen Teleporter entwickeln kann. Daumen hoch. Wie hieß der nochmal? Oh, scheiße. Die Serie war auch übelst cool, Alter. Futurama hieß die Serie, aber der... Wie heißt der Roboter nochmal? Roger? Nee, das war der Alien von Dings. American Dead. Ich weiß es nicht mehr. Aber die Serie war auch übel nice, Alter. Ey, interessantes Leben 2050. Ich möchte nicht da ankommen. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst doch ein Like da. Wenn ihr nicht ramponiert vor allem. Abonniert dann... Jetzt bin ich voll raus. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst doch ein Like da. Wenn ihr nicht getan, abonniert. In diesem Sinne verabschiede mich und bin damit raus. Jetzt hab ich's.